Willkommen zurück zu Mario und Luigi, Abenteuer Superstar Saga. In der letzten Folge haben wir die Königin geheilt und uns noch so was umgeschaut. Der Typ, so ein Archäologe, hat irgendwie so Hinweise, so Hieroglyphen gegeben, aber irgendwie, keine Ahnung. Und ich würde einfach mal kurz hier lang gehen wollen. Die Universität, die Lachhochschule, die befinden sich jetzt im Südosten, aber ich will kurz gucken, was hier ist. Oh gut, das sieht gut aus. Wollt ihr vielleicht ein Foto? Ich kann sofort eins machen. Ja, komm, mach mal. Ja, komm mal. Wir können jetzt zurückspulen, wenn es nicht gewählt. Ja, komm, wir machen mal ein Foto, ne? Und ich hatte 100... Nein, komm, das mach ich nicht nochmal. Ich muss gucken. Ja, komm. Kann man ja mal gemacht haben. Tschüss. Okay. Ist das so gewollt? Was ist das für ein Gebäude überhaupt? Hier waren wir noch nicht drin. Dann klaue ich doch erstmal eine Runde. Ich nehme auf, ne? Gut. Auf der Insel am östlichen Rand der Karte. Dort gibt es einen Ort, an dem man die Macht der Hand erlernen kann. Wusstet ihr das schon? Nein. Stimmt, woher hättet ihr das auch wissen sollen, ne? Ich habe das schließlich selbst nur gerüchteweise gehört. Ja, das ist die Insel, die wir... Wir haben ja... Oh, komm, ich öffne mal kurz die Karte. Wir haben uns ja letzte Woche so ein bisschen die Karte angeschaut. Und da haben wir diese Insel da im Osten gesehen. Wir haben ja auch noch die Frage... Ich habe mir auch noch die Frage gestellt, ob das Ding da ganz im Südosten da... Diese Landmasse da eine Frage ist. War, ja... Entweder ja, sehen wir ein bisschen besser bei der Hochschule. Oder halt nicht. Ich denke mal, es wird auch ja so eine Reisefolge heute potenziell sein. Mal gucken. Das ist ja so ein bisschen... Oh ne, hier kann man runter. Okay. Ja gut, ne? Hier ist eine Brücke. Hauen wir ab. Gröltab. Dann gehen wir zur Lachhochschule, ne? Ja, ich glaube, das sollte mich einfach abhauen, ne? Ach, guck mal, jetzt ist wieder aufgeladen. Ich verstehe nicht so ganz, wann man regeneriert wird. Scheint wohl storytechnisch irgendwie bedingt zu sein. Keine Ahnung. Probieren wir mal Platzspruder extra auf den. A, B und A. Das tat weh. Da löse ich ja deutlich mehr als Mario mittlerweile, ja gut, ne, dann... Ja, danke! Arschloch. Ja. Gut. Da kommt die Superkäfer im Regen, ich hau noch ab, tschüss! Hohenburg, Lachhochschule. Hier waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Na, und da ist wieder rechts noch mal ein Weg. Was ist denn hier? Das ist ein Strand. Ich glaube, da laufen wir jetzt noch nicht hin. Dann geht da noch nicht hin. Aber irgendwie nett, dass man quasi überall so ein bisschen hingehen kann, aber es vielleicht nicht tun sollte, ne? Sollte immer den Boden im Auge behalten. Den Hoden. Ich nehme auf.
Komm hier wieder, danke. Na, aber... Ihr könnt passieren. Ah, hier. Jedenfalls wurde uns gesagt. Ja, genau, genau, danke. Ja, das ist irgendwie... Ich glaube, wir müssen schon mit dem Hammer... ...setten, I guess. Aua. Ah, der hat einen Angriff. Die haben wir irgendwann so... Ekelhaft. Ekelhaft. Voll! Ja, sagen wir, das ist Privatspiel, das ist hier auf der Playstation. Lokal und ist aktuell so ein, nach Hochschule. So ein, Ice Age-Spiel. Spiel es gerade noch. Das ist eigentlich ganz cool. Also das Backtracking, was man machen muss. Und sind auch so Platten probieren, um 100% zu sammeln. Das ist ein bisschen anstrengend. Wenn man noch nicht die ganze Zeit porten kann. Aber ja, prinzipiell, so das Spiel ist eigentlich ganz nett. Und wenn man es dann durchgespielt hat, dann kann man es noch platinieren. Neue Gegner, ne? Die Leute sind jetzt nicht so. Du hast auch nicht gut. Ich probier mal Hammer. Einfach mal Hammer probieren, was der so macht gegen dir. Ah, okay, okay, cool. Ja, komm. Nein, kein Hammer. Den Sprung. Ja, toll, ne? Hab ich gut gemacht. Ey, die geben noch gute Erfahrungspunkte, ne? Ja, ich werde das Spiel sowas von nicht. Ich werde ein bisschen, glaube ich, so wie, auch, Legend of Zelda The Minish Cap, behandeln, was ich ja gestreamt habe und so jetzt auch nicht viel auf YouTube gebracht habe, aber auch das alles schon Inhalt. Aber so durchspielen, vier Optionen das machen und dann halt einfach mich halt auch nicht quälen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Paper Mario ein bisschen zu sehr gequält. Aber ich sag's mal so, es hat an Paper Mario auch mehr Spaß, nur durch diese ganzen Welten zu laufen und so weiter und so fort. Was jetzt auch daran liegt, dass es halt kein Handheld-Spiel war, sondern halt ein Heimkonsolenspiel. Wir spielen jetzt hier ganz gut durch. Jetzt mache ich so das ein oder andere, aber wenn es jetzt beendet, endet es halt auch einfach, ne? Ganz einfach. Was passiert jetzt? Oh, eine Heilung, Bild. So, weg mit dir. Ja, bringt dir nicht mehr, was gut ist jetzt. Gab es mehr LP? Na ja, klar, ne? War ja ein Gegner mehr, ne? Da wundert mich das nicht. Sind wir doch am Strand? Ist mal ein guter Erstangriff, ne? Ausruf seine Kompetenzen in den Chat, dankeschön. Mann, was ist denn das? Komm, mal eine gute Attacke. BBA war das hier nur wahrscheinlich. B und A. Wir sind eine Hammerangriff. Ja, das ist wirklich der erste Bauertag ist halt Hammer. Ja, Sprung und die zweite ist halt Hammer. Das bringt halt nicht so viel, einen Hammerangriff zu machen, ne? A, B und A. Schüler 55er. So, weg mit dir. Ich lieb's. So, komm weg mit dir, Penner. Ich hasse dich. Noch schöne Erfahrungspunkte. Ja, müssen wir wohl an den Strand jetzt gehen, ne? Na ja, gut, hier lang, so ein bisschen. Ja, guck, da sowas hab ich gesucht. Auch schön. Nintendo.
Lachhochschule. Ah, okay, dann. Ja, hier ist auch abgesperrt. Ja, der Strand wird auf das nächste Gebiet sein. Vielleicht müssen wir dann nach Norden oder irgendwie einen Weg zur Insel finden. Dann gehen wir halt über den Strand, so. Das war so meine Prediction. Ich kann Englisch, ne? Krass. Auf jeden Fall die Lachhochschule, so, das. Können wir speichern? Gibt's hier irgendwie was zum Ausbuddeln? Ja, dann haben wir, ja. Ich habe mich darauf eingestellt, dass wir nur zur Hochschule laufen, aber jetzt gehen wir auch in die Hochschule rein, ne? Dann ist es halt wenigstens, kann die Folge dann in die Lachhochschule, so ganz spektakulär. Ich meine mal, könnte jetzt so ein Witz machen. Ich könnte so einen Witz darüber machen, dass es ja so ein bisschen so aussieht wie bei uns an der Technischen Universität Berlin, aber es ist kein Witz, es sieht wirklich so aus. Es ist so kaputt. Bei uns im Mathegebäude, müsst ihr euch nur ein bisschen vorstellen, man läuft so durchs Mathegebäude, sieht dann so ab und zu so, da ist so ein, da steht so ein Eimer und dann irgendwie ist, ah ja, stimmt, damit halt, wenn es reinregnet, dass dann Wasser gefangen wird, aufgefangen wird. Und wenn man dann die Sache ein bisschen weiter denkt, dann fragt man sich so, Moment mal, wir müssen hier Eimer hinstellen, damit es kein Problem gibt, reinregnet, dann denkt man sich so, ja, das ist sehr traurig. Und da ist halt auch so traurig, dass man so als, ja, als normal, es ist so abstempelt. Ja. Naja, okay, aber Löcher am Boden haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Das kann, da kann sich vielleicht ein bisschen beruhigen. Lukmilla, in diesen heiligen Hallen der Wissenschaft verwandelt den Lehrkörper der Lachhochschule in ekelhafte Monster. Ja, ist doch ganz normal, ne? Kennst du ein paar Dozenten, die sind schon ekelhafte Monster? Ah, okay, Superman 64, verstehe. Was auch immer, denke ich mal, eine ganz sinnvolle Sache ist, passiert immer noch was? Ne. Das wird einfach mal außerhalb des Kampfes heilen, weil das spart halt einen Zug, ne? Vielleicht irgendwann gibt es die 50 Herzpunkte, aber es lohnt sich halt jetzt logischerweise noch nicht, ne? So, ich könnte sogar Luigi heilen, aber nö. Was denn hier? Wir sind so eine Mischung aus im Finale von Spider-Man Inter Electro und dem Museum aus dem Simpsons-Spiel. Okay. Ich hab da oben schon was gesehen. Ich glaub nicht. Na, hier ist zu, okay. Eine Karte schon wieder. Okay. Also genau, also quasi sowas, ja, du fährst wieder so ein Dungeon quasi, so ein bisschen, ne? So ein bisschen, ne? Der Grinsewald war ein Dungeon und jetzt die Lachhochschule ist ein Dungeon, wo es halt auch wirklich gerade eine neue Map gibt und so, ist ein bisschen interessant. Warte, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Weil da rechts ist halt irgendwie zu. Ah, da, von da kommen wir, okay, und dann links ist irgendwie ein weiterer Weg, irgendwie noch. Okay. Gehen wir mal nach oben. Mal schon mehrmals springen, Lachbohne. Okay. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ja, wir müssen so einen Lichtstrahl lenken. Aber kann auch nicht so sein. Ich muss mal auf die Karte gucken.
Da wurden wir jetzt noch zu und jetzt haben wir den Weg nach links frei gemacht. Okay. Den Weg, genau, okay. Ganz, ganz viele ekelhafte Monster. Gegen die wir auch gerne kämpfen wollen, weil es ist ein bisschen fies. Aber hey, der neue Gegner hat. Ah, ja, ich sehe, die haben so. Die haben so ein Jojo und dann daran sieht man, wen sie angreifen. Okay, cool, cool. A, B und. A. B. Ja, das ist irgendwie leider seltsam. Ich glaube, ich übe den eher. Anstatt den anderen. Der läuft Luigi an. B. Ja. Ja gut, da kann ich beide mal heilen auf jeden Fall. Also voll heilen. Also Mario. Ne, Mario kriegt noch keins, wäre Verschwendung. Das wäre Verschwendung, machen wir nicht. Einfach ein bisschen Geduld haben und springen. Na ja, gut. Er hat gerade beide an. Was war das, Mario? Ich mag Luigi's Angriffe nicht. Ah, ne, guck mal, wenn er nah rangeht, dann nicht springen, okay. Arschloch. Sehr gut. Mario ist tot. Ich krieg da wahrscheinlich keine EP, ne? Er ist ein bisschen schlecht. Jetzt hat Luigi vor ihm ein Level up. Genau deswegen, sorry dafür. Let's go, wir erheilen dich. Ich finde schon gut, alle Kämpfe mitzunehmen. Da muss ich dann springen im richtigen Moment. Da dann auch. Das tat weh. Okay, er lädt sich auf. Das heißt, wir töten ihn mal, weil dann greift er zweimal an und so ist ein bisschen uncool. B und. Sehr gut. Ich will immer noch Luigi üben. B. Ich will jetzt auch so gucken, wenn es dann den Angriff. Der Anfang mit Luigi da verkacke, dass ich zumindest am Ende dann nochmal das ordentlich mache. Mario hat aber noch kein Level ab. Ja, Luigi hat auch ein bisschen mehr, ne? Okay, wir das gleiche Triumvirat hier. Aua. Aua. Er greift Mario an. Mario hat Aua. A, B und. Ah! Ich muss eigentlich den anderen Angriff machen, damit man halt dieses extra freischaltet. Ach ja, Luigi ist ein bisschen inkompetent, was das angeht. So, ich bin inkompetent mit Luigi. Da nicht springen. Ganz spannend. Warte.
Können wir ein Item nutzen? Geht ein bisschen schneller, als ins Inventar zu gehen. Das zu. Weiter mal ab. Ich finde das nicht so sexy, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so mitten in der Universität dann quasi dann die Folge beendet. Aber mal gucken, wo wir in 10 Minuten stehen, ne? Einfach mal gucken, wo wir in 10 Minuten stehen. Neue Gegner. Zwei neue Gegner. Ne, nur ein neuer. Ja, oh no, ja. Da denke ich mir auch, wenn ich es nicht schaffe. Okay. Ja, toll. Naja, wir haben mal einen Pilz sogar gekauft, ne? Von daher. Aber ich würde gerne jetzt einen Gegner angreifen, dankeschön. Okay, wenn. Okay, das sind so Rätselmonster, verstehe. Das Ding verstehe ich nicht so ganz, aber wenn die anscheinend gleiche Farbe haben, sterben sie. Warum auch immer. Kannst du da raufspringen? Ja, kann ich. Ja. Ah, ja, ja. Ja, ja, nur. Nein. Ja, genau so muss das aussehen. Das war nicht so elegant. Oh Mario, danke schon für das Level ab. Was geben wir Mario? Ich würde fast schon sagen, ein bisschen BP noch. Ja komm, da sind 4 dabei, komm. Dankeschön. Sonntor Boxenlabor. Ja, hier ist nochmal eine Karte. Ja, also das ist halt schon ein sehr, sehr großes Ding. Wir gehen erstmal nach links. Da ist dann irgendwie eine Sackgasse. Aber dann ist es halt auch schon vorbei, ne? Weil ich muss auch keinen Savepunkt erreichen, ne? Ich mag den nicht. Warte, machen wir eine Großattacke auf den da hinten. A, B und... Sehr schön, dann muss ich mit Luigi, glaube ich, nur den hier unten angreifen. Dann wird er nämlich gelb. Genau, und dann haben sie keinen Bock mehr aufs Leben, weil, keine Ahnung. Das ist wie auf einer Party mit dem gleichen Kleid zu erscheinen. Das macht man irgendwie nicht, dann... Da ist doof. Ja, okay, aber wir müssen halt da unten... Halt da unten dieses komplette Areal ist dann auch gesperrt. Der Rest halt dann halt oben. Ja, nee. Hier mache ich die Folge doch fertig, dann habe ich auch genug aufgenommen. Ja, 4 Folgen ist eine super Menge. Und vor allem, dass hier haben wir irgendwie so ein Areal, wo wir irgendwie rätseln müssen, wie es mir scheint. Bruderbox! Springt der Bruder mit der passenden Farbe gegen die Box bewegt diese in diese Fallrichtung. Da diese Bruderbox nur für Vorstrecke ist, enthält sie keine Münzen. Okay. Ah ne, okay, ah ne. Ja, okay, ne, die kennen wir schon. Originalblock aus Peppa. Schönes Spiel. Harter Brocken wirkt auf den ersten Blick harmlos. Ein Block für echte Kenner. Originalblock aus Super Mario 64. Rumpf verschwindet bei Treffern. Diese Technik bedarf genauer Analyse.
Originalblock aus Super Mario Bros. Dieser harte Block aus dem Pilzkönigreich hat viele Fans. Und das ist hier Mario World. Originalblock aus Super Mario World. Ultra leichtes Material bei Sprüngen, sehr schädelfreundlich. Stimmt, die ja, sind nicht unbedingt kaputtbar, ne? Ach egal, Super Mario World ist ein anderes Thema. Zu Spielbox, beide Brüder springen abwechselnd gegen die Box, um sie sich gegen Leute zu spielen. Da die Superbox nur für Vorschlag ist, hat die keine Münzen, okay. Okay, verstehe. Das hatten wir noch gar nicht, ne? Also, lernen ja auch schon mal ein paar neue Boxen kennen. Ist bei diesen komplexeren Boxen jetzt aber ganz gut. Und halt für den Fall, dass man die anderen Boxen noch nicht verstanden hat, ne? Dann lernt man ja auch nochmal. Aber hier kommen die ganzen Blöcke also her. Okay. Wer es launen will. Ja, okay. So, mal so ein bisschen vorsichtig gucken. Okay. Zufallsbox! Ja, okay. War's das? Nochmal ist nett und so, aber. Aber wir hatten jetzt noch nach oben Weg, ne? Also von daher haben wir ja noch einen Weg, den wir gehen können. Wo sind wir hier? Ja, gut, war nett, so, ne? Aua! Ja, verstehe. Verstehe schon, was du willst. Ich werde nicht unbedingt eine Wonderpilz benutzen. Ich hasse ich gar nicht, ich hab keine Ahnung so. Aber es ist halt doof für die Erfahrungspunkte, also eigentlich sollte man dann schon so heilen, ne? Ja, eigentlich, ja gut. Aber wir haben auch schon. Und wir wollen spannend, aber außerdem, wir kämpfen ja ordentlich immer so von daher. So. Oh, das zwei von diesen Typen, ich mag's nicht. Genau. A, B und... Okay, der ist schon mal weg, sehr gut. Aua! Warte, wir machen. Wir üben das hier wieder. Wir wollen noch gerne extra freischalten. Extra ist auch nur bei Stufe 3. Gut, ach. Ich soll auch immer nur bei Stufe. Nicht insgesamt. Aber wir wollen das schon mal auf Stufe 3 machen. Ist ja auch günstiger. A und B und. Weil es hat am Anfang auch richtig Angst, so, ne? Schaff ich das in Stufe 3, aber ne, das schafft man voll. Das schafft man voll. Items, mal kurz. Da bin ich einfach elegant reingelaufen. Sehr schön. Ja, hat wirklich Schaden gemacht. Rutsch mal. Nach Blau kommt Gelb, das heißt nach Rot, das heißt nach Gelb kommt Rot. Ja, genau. B und... Roter Pfeffer! Was haben wir hier?
Jetzt haben wir den Zufallsbox im Einsatz. Okay, gerade gelernt. Ja. Ist eigentlich wirklich Zufall oder ist es vorher bestimmt für jeden Block, was da denn so rauskommt? Ja. Okay. Also war das zeitlich bedingt, okay. Also klar, aber halt, dass er dann auch verschwinden kann, nicht erst nach dem Aktivieren. Ja, das ist schon. Eine Nuss, das ist eine Nuss, ist gut. Hallo. Aua. Papa. Level 17. Jetzt ist Luigi halt genug. Was geben wir ihm denn? Beim letzten Mal ihm Bart geben. Was nochmal gebe ich ihm jetzt natürlich nicht Bart. Die Frage, was da sinnvoll ist. Da sind Vieren dabei. BP. Wäre halt auch mal so eine Sache, ne? Ja, komm, einfach für den Ausgleich geben wir jetzt einmal BP. Ja, für den Ausgleich, dankeschön. Die Karte sagt, ja, kommt halt so ein bisschen was, ne? Aber das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden und auch die Session zu beenden. Wir haben keinen Speicherblock hier, deshalb ja, stellen wir einfach einen Speicherpunkt. Ja. Da haben wir auch die Session heute angefangen, wenn ihr euch erinnert, vor 3 Tagen. Speicherpunkt erstellen, nicht laden, ganz wichtig. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Da werde ich jetzt einfach mal hier das auch mal überschreiben. Falls ich mal irgendwann so dumm bin, dass ich dann immerhin so halb retten kann, sagen wir mal so. Dankeschön. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Meine Meinung kriegt ihr ja mit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.